Hey Leute und willkommen zum dritten Horrorspiel. An Halloween. Und wie der Name des Spiels ist, weiß ich nicht, irgendwie SCP irgendwas. Auf jeden Fall geht es darum, dass man einfach die ganze Zeit Treppen runtergehen muss. Und irgendwann passiert etwas. Das heißt, wir wissen, dass uns gleich etwas mega erschrecken wird, aber wir laufen einfach hier runter. Und ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Wo, wenn ihr wissen wollt, woher ich diese ganzen... Boah. Wow. Wow. Wow, 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 what? The radio signal seems to be getting weaker. Alter, ich guck jetzt nach unten, ohne Witz. Leute. Ey, dass mich das direkt am Anfang so hart dran nimmt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß, dass meine Haare gerade scheiße aussehen. Ja, ich habe gerade geduscht und mir dann einfach ein bisschen Gel in die Haare geklatscht, damit man wenigstens etwas von meiner Frisur sieht. Alter, ich guck nicht mehr nach vorne. Nein, 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 nein. Und, ja, Leute, ich finde, man muss diese ganzen Spiele selber spielen, um das zu fühlen. In der Aufnahme ist mir auch bei den anderen Spielen so vorgekommen, ist das gar nicht so gruselig. Spielt ihr einfach selber. Ihr werdet... Boah, Alter, Leute. Die ganzen Links zu den Seiten, und da sind ja auch die Downloads drauf, die sind ja alle in der Beschreibung. Wird auch bei dem hier so sein. Nein, ich höre einfach nur noch die Geräusche. Ich guck doch gar nicht mehr hin. Leute, das ist einfach so krass. Ich will jetzt gleich raus und ein bisschen... Nö. Ich will jetzt gleich raus und ein bisschen Longboard fahren. Aber vorher wollte ich jetzt halt noch diese Scheiße hier aufnehmen. Draußen ist so wunderbares Wetter. Und ich sitze jetzt hier und lass mich gleich erschrecken. Wir wissen, dass gleich was passiert, was mich wahrscheinlich mega erschrecken wird. So wie eben am Anfang schon, dass da auf einmal so eine Gestalt, einfach so ein Face im Dunkeln war. Deswegen gucke ich jetzt schon gar nicht mehr nach vorne. Auf dem, in der Beschreibung vom Computerbild stand auch, dieses Spiel wird in den Schlafraum, okay, das glaube ich jetzt nicht, weil eigentlich so, von Horror oder so, eigentlich träum ich nie so davon, es ist, eigentlich immer nur so halt dieser kurze Schreckmoment, den ich habe, danach ist eigentlich alles wieder vorbei, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir ist das so. Kann es damit aufhören? Ich finde das so gruselig auch gar nicht. Wahrscheinlich werde ich sogar Hound als letztes nehmen und das hier vielleicht mittags. Das muss ich halt gucken, wie das dann gerade so passt und wie gruselig das dann wirklich hier am Ende noch wird. Okay, es ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Und boah, Alter, ich will jetzt eigentlich nur raus. Kann das Spiel bitte beenden? Alter. Vor allem, selbst wenn ich einfach nur nach unten gucke, ich gehe ja Treppen runter. Das heißt, ich sehe sowieso alles, was passiert. Ach, fick. Boah, Alter, ohne Witz, ne? Und ich habe auch Angst, dass ich gleich, wenn was passiert, dass ich dann hier mein Mikrofon einfach wegschlage. Boah. Leute, danach... Jetzt geht's Treppen hoch. Nee, ich will keine Treppen hoch. Nee, nee. Ich glaube, ich bin einfach zurückgegangen. Kann das? Das kann, oder? Weil ich so behindert war. Leute, danach warten wir erstmal wieder ein Jahr mit Horrorspielen. Es sei denn, ihr feiert das so sehr, dass ich mir dann mal ein kostenpflichtiges Horrorspiel zulege, was man auch länger let's playen kann. Obwohl ich sagen muss, also, es muss nicht. Ich habe Besseres zu tun, glaube ich. Wir gehen einfach weiter runter. Ich renne vor eine Wand, weil ich gerade nach draußen geguckt habe, weil ich gerade ziemlich neidisch bin, dass ich nicht draußen bin, sondern hier vor so einem Wichshauer-Spiel sitze. Vor allem, der generiert das halt immer zufällig, habe ich auch gelesen. Das heißt, es kann einfach
immer passieren. Es kann jetzt passieren. Alter, Leute, ich sitze hier und habe Gänsehaut, ohne Witz. Das kann's doch nicht sein. Boah, fuck. Ey, nein, ich habe gelesen, dass das Spiel, wenn es halt passiert ist, das Ende, dann soll das Spiel einfach abbrechen. Und dann wird die Aufnahme eventuell nicht. Deswegen, ich bin mir... Ich weiß es nicht, ob das alles funktioniert. Sonst mache ich einfach einen Blackscreen am Ende rein. Ich kriege das schon hin, Leute. Vertraut mir da. Ja? Tom ist doch Experte. Nein. Ich guck gar nicht hin. What the... Wow, Leute, guckt das nicht vorm Schlafen gehen, ey. Das ist jetzt zu spät. Boah. Okay, Leute, ja, das Spiel ist tatsächlich abgebrochen. Boah. Boah, Leute. Oh, darauf erstmal ein Schluck gutes Lidl-Wasser. Boah. Alter Fick. Boah. Okay, Leute. Das war krass, das war krass. Okay. Ja, ich lasse das doch am Ende hier. Und ich hoffe, wir sehen uns ja im, haben uns schon vorher heute gesehen. Das kommt hier wahrscheinlich um 0 Uhr. Und ja, ich hoffe, wir haben uns heute schon bei den anderen beiden Halloween-Videos gesehen. Wenn nicht, dann guckt einfach auf unseren Kanal, da werdet ihr die drei ja sehen. Dann wird wahrscheinlich nämlich auch noch eine Minecraft-PvP-Folge oder sowas dran sein. Könnt ihr auch gerne gucken. Und morgen sehen wir uns dann ganz normal wieder mit Minecraft um 14 Uhr und um 15.30 Uhr wahrscheinlich, wenn es dann schon das neue Projekt gibt, was wir jetzt bald planen. Vielleicht gibt es das da schon, vielleicht noch nicht. Egal, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer wünsche ich euch noch ein schönes Halloween-Fest, obwohl das ja eigentlich jetzt langsam vorbeigeht. Aber ich denke mal, wenn ihr Spaß an Halloween habt, dann feiert ihr auch in den Morgen rein. Und deswegen wünsche ich euch noch ein schönes Halloween-Fest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.